Leipzig. Hi. Spoon Jam. Richtig. Ah, guten Tag. Guten Abend. Ich bin ungeschickt, ich bin auf den Kopf gekommen. So, was wollt ihr trinken? Dich. Oh, pass auf, ich hab Zitrone. Ach stimmt, Waldmeister. Ach, Waldmeister. Geo, gibt's das Himbeer, noch? Orange. Oh, kannst Kennst du noch? Mehr. Was willst du haben? Orange, Waldmeister? Waldmeister. Was willst du haben, Spoon? Ich will lecker Waldmeister. Auch Waldmeister? Waldmeister ist irgendwie der Renner. Ich mag das überhaupt nicht. Du willst Himbeer da hinten? Ja. Hör ich aus dem Publikum? Ich weiß ja mal Himbeer rüber. Oh, sorry. Muss man das? Schon spät. Trinkt man das oder zieht nee, das, man das? Ich krieg mir das noch. Zieh das doch mal. Was heißt das ziehen? Was meintest du damit? Ja, so aufziehen. Ach so. Number one. Egal. Habt ihr das auch mal in der Kindheit immer zu euch genommen? Es gibt so Dinge, die sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Wie zum Beispiel dieses grandiose Brausepulver. Wie Ahoi Brausepulver, das ist klasse, ne? Ja, das ist einfach kultig, ja, wenn man so sagt. Sag mal, ihr beiden, fangen wir mit dir an, Spoon. Soll ich eigentlich Spoon nennen oder kann ich dich auch Mark nennen? Ach, Roberto, wir kennen uns doch schon so lange, mein Freund. Dann nenne ich dich mein Freund. Ja, genau. Mein Freund, du bist, Markus, du bist im Fernsehen, habe ich gerade gehört. Du bist DJ? Ja. Du hast früher mit Moses P. Platten veröffentlicht. Du hast Turbo B entdeckt, kann man das so sagen, ne? Du warst Manager bei Snap. Du warst bei Logic Records. Du hast auch Dr. Alban entdeckt. Oh. Jetzt bist du in erster Linie Musiker und DJ und Remixer. Du hingegen Jam. Soll ich dich Jam nennen oder soll ich dich Elmar nennen? Oder? Nenn ihn meinen zweiten. Jam. Jam. Ja, genau. Jam. Du hast ein klassisches Musikstudium gemacht. Mhm. Hier in Frankfurt. Sogar. Hast in der neuen deutschen Welle-Band gespielt. Das auch, ja. Du hast BG The Prince of Rap rausgebracht und warst bei Dance to Trance dabei. Richtig. Zwei eigentlich ein bisschen verschiedene Typen. Wie seid ihr zusammengekommen? Über die Weiber. Genau. Wie war das? Nee, Quatsch, wir sind nicht über die Weiber zusammengekommen. Über die kommen wir höchstens auseinander, so wie es sich gerade anlässt. Ach Quatsch. Nein. Ich war bei Logic, wie du gerade schon gesagt hast. Ich war der A&R-Manager irgendwie. A&R, also ich habe so Künstler entdeckt und gefördert, gemanagt und so weiter. Und Rolf war ein damals sehr begehrter Studiomusiker. Und ich musste einen Remix machen. Remix, also eine Reproduktion der vorhandenen Single. Ich erkläre das jetzt mal so auch für die Jungen im Publikum. Und Rolf war damals der Beste, so wie heute, und ich habe mir halt einfach den Besten geholt, würde ich sagen. Den geilsten. Und dann seid ihr von vornherein zusammen, dann ab dem Punkt seid ihr zusammen gewesen. Ab dem Punkt sind wir nicht mehr auseinandergekommen, es war unglaublich. Ja. Es war wie bei diesem Glied, bei der Gliedstarre. Kommen wir auch nicht mehr auseinander. Ihr habt ganz verschiedene Lebensrhythmen. Du bist irgendwie dadurch dein DJing auch ziemlich viel nachts unterwegs. Du bist mittlerweile Daddy geworden. Richtig. Stella ist die Kleine. Von Stella. Richtig. Welch Zufall. Nein, das ist wirklich ein Zufall. Also das hat jetzt nichts miteinander zu tun. Weil ich wusste wirklich bis zu der Geburt nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Deswegen konnte man das gar nicht planen. Aber dieses Musikstück, das gab es ja vorher schon. Und wie passen eure beiden Lebensrhythmen denn zusammen? Wenn du ja wahrscheinlich morgens eher recht früh aufstehen musst. Ja, das. Aber die kleine Stella, die ist schon sehr sozial, würde ich sagen. Also die schläft die ganze Nacht, wacht mal kurz so um 7 Uhr auf und dann wird sie ein bisschen gestillt und dann pennt sie nochmal so 1,5 Stunden und dann ist das schon okay. Euer neues Video, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Das Video zu Stella, How Stella Got Her Groove Back. Ich habe da jetzt zwei CDs von. Da sind ja massig verschiedene Versionen drauf. Irgendwie von Westbam remixed und von Wackside remixed und von Eternal Basement, von den Safi Brothers, von Tall Paul, von Storm und von Nalin and Kane. Storm seid ihr selber, ne? Mehr oder weniger, oder? Storm sind wir selber, ja. German Spoon sind wir selber. Okay. Welche Version hören wir unter dem Video? Video ist diese Radio-Version. Radio-Video-Version. Die Radio-Video-Version. Die gucken wir uns jetzt mal an. Jam & Spoon, How Stella Got Her Groove Back.
Eine tolle Welt von uns. Sag mal, das ist irgendwie ein geiles Leben, oder? Was? Ich meine, so ein bisschen nach Hawaii fahren, ein Video drehen, ist das normal? Naja, das war extrem stressig, wir sind für 2 Tage nach Hawaii gefahren, wir machten sowas Bescheuertes. Quatsch, wir waren nur 2 Tage in Hawaii. 2 Tage nach Hawaii, dann sind wir zurückgeflogen, dann bin ich direkt für 2 Tage hier geblieben und dann bin ich nach Miami geflogen. Ja, und kann man das nicht anders organisieren? Muss man deine Schwester fragen. Wieso meine Schwester? Was hat meine Schwester denn damit zu tun? Die macht das Produktmanagement von uns. Nein, das kann gar nicht sein. was ist das für eine Szene, diese Surfstars? Wer waren die Blonde? Die Surferin, das ja. Top 5 der Weltsurf-Rangliste ist sie wohl irgendwie. Ja. Lebt in Hawaii, ist eine Hawaiianerin. Sehr ja. Süße. 19, 20, so sehr nice girl. Hat mit Stella aber nichts zu tun. Hat mit Stella nichts zu tun. Stella ist meine Ex-Freundin. Kanntest du, glaube ich, auch, oder? Oder kennst du? Kann sein, ja. Ja. Deine Ex-Freundin von vor 92? Von 7 Jahre her. Von vor 7 Jahren. Okay. Und wie seid ihr jetzt gerade darauf gekommen, dann was über Surfen zu machen? Also, von Sound und Surfen passt gut, oder? Ja. Das war eigentlich die Idee des Regisseurs und der hat irgendwie das vorgeschlagen. Und es gibt ja da auch in diesem Synthesizer immer diese Wellenbewegungen so und teilweise, wo das Mädel dann so abtaucht und so, ist dann dieser Filter zu, dieser Synthi-Filter und es passt einfach optimal zusammen, finde ich. Wie findet ihr das internationale Publikum, das Video? Nein, internationales Spitzenpublikum! Ja, bedeutet das Klatschen bedeutet, war okay oder? Ich kann auch sagen, wenn es scheiße war. Ich meine, es war das letzte Mal, dass ihr hier wart, ist ja klar. Sag mal, wart ihr selber surfen? Habt ihr es mal probiert? In den 2 Tagen? Keine Chance. Nee, also das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also man kann sich da auch ganz schön die Knochen brechen. Ja. Und so auf doof auf so einem Surfbrett steigen oder so, das ist dann jetzt auch nicht so mein Ding. Wasser ist sowieso nicht mein Element. Dein Element ist eher so Autofahren? Autofahren, da kommen wir schon näher. Hast du Magnum getroffen denn dort? Vor Ort? Magnum? In Hawaii? Ja. Ja, ich glaube, den haben wir auch getroffen. Den Tom Selleck? Nein, der hat doch da so einen... Nein. Dem haben wir doch irgendwie eine Maus... wir wechseln das Thema. Nein. Tom Selleck? Ihr habt viele Geheimnisse. Tom Selleck? Wir haben viele Geheimnisse. Wir das kann man jetzt nicht sagen, obwohl ist schon nach 12. Nee, müssen wir also, du bist Kartfahrer. Nebenher ja, also noch. Du kommst heute vom Training. Du hast heute trainiert. Ja, genau. Fürs Kartfahren. Kartfahren ist was damit, was da hat Schumacher mit angefangen. Genau, das sind diese kleinen, sehen aus wie Go-Karts, sind aber brutal schnell. Genau, die haben so 33 PS und so weiter, also sind jetzt nicht zu verwechseln mit den Dingern, die da in der Halle rumfahren, sondern man fährt auf Outdoor-Strecken und ja, ich fahre jetzt dieses Jahr Deutsche Meisterschaft mit einem sehr, sehr guten Team. Oh, komm. In Leimen ist das. Ja. Und ja, war großes Glück für mich, dass sie mich da genommen haben. Ja, und das kommende Wochenende, in 8 Tagen, ist das erste Rennen in Kerpen auf der Schumacherbahn. Ja. Und es ist eine sehr schwere Rennstrecke, aber eine super Rennstrecke und da muss man einfach vorher mal ein bisschen trainiert haben, um da so halbwegs auf Zeiten zu kommen. Und wie geht's aus mit Schumi dieses Wochenende, diesen Sonntag? Schwierig zu sagen. Also so wie Deutschland gegen Schottland. Ja, das kann gut sein. Ja, aber Eddie Irvine ist doch eh besser, oder? Nein, ist nicht besser, nein. Weil er ist ein richtiger Rennfahrer. So wie du, der hat cool. Auch so Jacken. So ein Rock'n'Roller ist er schon, ja. Genau, also, ja. Kommt schon gut rüber. Ja, aber, ja, also er ist ein extrem lässiger Hund. Aber ich glaube, der Schumacher kann schon besser Auto fahren. Meinst du? Ja, ziemlich sicher. Und dich interessiert das alles überhaupt nicht? Ich finde das so scheiße, Formel 1 geht mir so auf den Sack. Ach, was sind Sie für Sport? Was sind Sie für... Hälfte. Was ist das für ein Sport? Was ist dein Sport? Mein Sport? Boxen. Ehrlich? Ja. Boxst du selber auch? Oder früher guckst du nur? Früher habe ich geboxt. Ja, echt? Warst du bei Abby Tuss Hochzeit? Bei Abbys Hochzeit oder war doch nicht dein Ding. Da konntest du gar nicht hin. Ach ja, stimmt, da kommt man nicht hin. Ja, er konnte dann in diesen Spezialsalon noch mit seinem Baby. Ne? Ich würde so gerne mal den Film Abbys Bluff sehen. Können Sie den nicht mal zeigen? Hier, da gab es mal so einen Film, der hat doch irgendwie Claude-Olivier Rudolph hat ihn doch gedreht, produziert und finanziert. Der ist so voll im Bach runtergegangen. Ehrlich? Also, er hat nie jemanden gezeigt, aber den müsst ihr mal zeigen. Abbys Bluff. Abby ist schon klasse. Abby, wenn du uns siehst. Abby. Nee, jetzt ist schon Schließung. Hat 22 Uhr ist Schließung. War spät gestern. Ihr beiden, ich danke euch, dass ihr da wart. Ihr kriegt diese fantastischen T-Shirts von uns geschenkt. Super. Weil ihr habt mir ja gar nichts geschenkt. Late Lounge, war spät gestern. Hey, warte mal. Wir haben, okay. Wir haben 93er Medoc mitgebracht. Hier eine super Flasche Rotwein. Und dann draußen hat irgend so eine... Die trinken wir nachher noch. Irgend so eine vom Freundin von Matthias. Zack, zack, zack. Aufgemacht, plack, unglaublich. Nee, ist wahr? Guck mal, wie du lachst. Hörst du lachen? Ja, aber... Ja. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Nehmt noch ein bisschen Platz in unserer kuscheligen Lounge-Ecke. Und viel Glück weiterhin. Ja, Dankeschön. So, Jam and Spoon.